Moin moin Leute und willkommen zurück zur nächsten Folge Sunless Sea. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Das letzte Mal haben wir unsere Reise begonnen, beziehungsweise noch nicht die Reise. Wir haben erstmal unseren Charakter erstellt, unser Schiff umbenannt und uns ein bisschen im Menü umgeschaut. In dieser Folge wollen wir mal schauen, was wir in London so alles finden können und dann vielleicht dann schon unsere Reise beginnen nach der Suche nach den Überresten von unserem Vater. Schauen wir uns mal in London um. London, she's a great city in the undersea. And don't you forget it. Visit the Admiralty's Survey Office. They pay you for information from the sea captains. Find out what and how. Alles klar, gehen wir mal hin. Gehen wir mal zur Admiralität. Die bezahlen uns für Informationen. Okay, jo. The Admiralty Survey Office. The Admiralty's picket fleets and intelligence networks are long gone. The Survey Office pays sea captains a small sum for recent information. Visit and investigate ports to gain port reports and trade them in here. The first time you trade in a port report, you'll gain Admiralty's favor. Alles klar. Also für alle Neuigkeiten, die wir aus den anderen Häfen hierher bringen, kriegen wir ja ein bisschen Knete. Und die ersten Berichte aus den Häfen, die wir bringen, bringt uns ein bisschen Wohlwollen bei dieser Admiralität. Ask if there's anything in particular they need. Wir können also fragen, ob sie irgendwas Bestimmtes brauchen. Ask to speak to a higher authority. Wir können mit einem höheren Vorgesetzten sprechen oder wir können uns hier verpissen. Wir fragen mal, ob sie irgendwas brauchen. This port. Speak to our agent there and return. We'll see that you are rewarded. Visit the port below and return to London. You can check the details in your journal at any time. Retrieve strategic information from Gaydar's Morn in the Corsair's Forest, somewhere not far from home waters. Alles klar, wir sollen also, die Admiralität hat uns also gebeten, mit einem ihrer Agenten in Gaydar's Morn zu sprechen und diese Information dann zurückzubringen. Das Ganze ist in der Nähe, in einem Gebiet, das sich Corsair's Forest nennt. Alles klar. Ja, nehmen wir doch so mal mit. Können wir unterwegs dann mal machen. Wir könnten uns auch ein neues Crewmitglied anlachen. Wir haben, das verbraucht 30 Echos und hat eine Chance von 77%. Put your ship in the dry dock. Können also unser Schiff ins Trockendock stellen, um ein paar Reparaturen oder andere Sachen, ich nehme an, die Montur von Waffen und sowas, zu erledigen. Offer passage to a tomb colonist. An emigrant will pay to be taken north to Vendabite. Diese drei Sachen können wir also machen hier noch. Hire more crew. Diesen Tomb Colonist nach Norden, nach Vendabite bringen und vielleicht unser Schiff reparieren, aber das müssen wir ja auch nicht. Unser Schiff ist ja noch ganz gut intakt. Ich würde mal sagen, wir schauen mal, ob wir uns einen neuen. Ach, das sind solche Crews. Also das sind neue, sind einfach so normale Leute. Hire one more crew. Sensible sailors are looking for a safe run to the tomb colonies or at least a sane run to the southern archipelago.
Also nagelt mich jetzt nicht dran fest auf die Aussprache von dem Wort. Ist nicht meine Stärke. You need to buy drinks, spread around hiring fees and look for daredevils. Rich picking. Your tall tales find a ready audience, scarred and seasoned men and women tramp aboard on the. Ist aber nicht so gut. Wir haben jetzt eine Reihe neue Leute bekommen. Wir hatten eigentlich nur Platz für einen. Naja. Können aber. Nehmen wir mal diesen Passenger mit. Offer passage to a tomb colonist, an immigrant. Ja, alles klar. It's oddly difficult to die in for London, but when a Londoner is too tatty and wretched to live, they wrap themselves in bandages and take ship for the tomb colonies. Your crew carts these ones aboard in padded coffins. They'll sleep there until the journey is done. Ja, es ist anscheinend schwer in London zu sterben, wenn die Körper wohl so ein bisschen abgewrackt sind. Wickeln sich die Leute in Bandagen, setzen sich in Särge rein und lassen sich zu irgendwelchen Tomb, ja, was ist das? Grabkolonien kutschieren und das Ganze werden wir mal machen. Okay. Ja, da können wir direkt eigentlich schon auch raus. Unsere Karte ist noch nicht sehr erfolgreich erkundet. Wir haben bis jetzt nur London erforscht. Und aber wir haben ja mehr oder weniger ein bisschen schon die Directions bekommen. Also wir müssen nach Norden und dieses, wie heißt es? Gardas Morn ist irgendwo in Corsairs Forest und das ist in der Nähe. Müsste ich halt nur noch jetzt rausfinden, wie ich auslaufe. Ach da, auslaufen, ist klar. Okay, mit WASD steuere ich. Alles klar. Dann werden wir mal lostuckern in den Norden, um unsere Passagiere da abzugeben. November, der 30. Fiti Crew. Alles klar. Hunter's Keep. 50 Fragments discovered. So, da oben haben wir Hunter's Keep. Discovery Low Barnet. Oh, das ist untergegangene Stadt. Also ich muss schon sagen, also der Stil von diesem Spiel ist schon ziemlich cool. Und das ganze Düstere und mit Monstern und so weiter ist auch schon recht cool. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wir haben jetzt gerade ein Fuel verbraucht. Seabeds cry out. They're nothing like birds. Ah, Seabeds. Wahrscheinlich nicht ganz so gut, wenn wir denen da entgegnen. Wir fahren mal zum Licht. Licht ist immer gut. Können wir nämlich auch schauen, was es da oben so gibt. Haben hier nämlich schon direkt wieder was entdeckt. Ist das immer noch London oder ist das jetzt schon wieder ein neues Gebiet? Nee, das ist Carissa's Point. Hornman's Stag. Alles klar. Also auch coole Musik. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich ein bisschen mehr übersetze, müsst ihr mir das in den Kommentaren mitteilen. Ich würde es wohl machen, wenn Bedarf darauf besteht. Ja, wir sind direkt jetzt schon in Vendabyte angekommen und können auch, ja, eher aus Zufall, können auch dann direkt andocken. The trouble with Tomb Colonists. You've brought this decaying immigrants to Laos. Now what? The new Tomb Colonist Serval Vendabrite, shaking her head. It won't do. It won't do at all.
The new Tomb Collivers the plan. I had no idea this place would be quite so unprepossessing. Perhaps we can liven it up a little yet. If only I knew a helpful sea captain. Bring 10 units of mushroom wine to Vendabite and perhaps they'll have something for you. Alles klar, wir sollen also. Wir haben unseren Passagier hier abgegeben. Haben ihn auch verloren und direkt ein neues Quest bekommen. Wir sollen 10 Pilzwein nach Vendabite bringen. Vielleicht haben sie auch was für mich. Alles klar. The Tomb Colony of Vendabite. On deck you can hear the sound of 1,000 bandaged dead make as they shuffle and cough. It's something like the world's most restless concert audience or the world's most plague-ridden cathedral. Das ist also eine Gruftstadt hier, wo die Toten hinkommen und die lebenden Toten. Ist anscheinend ein sehr beeindruckender Anblick mit den ganzen bandagierten Leichen, die durch die Straßen stromern und husten. Wir haben jetzt natürlich auch wieder die Optionen, 3 Optionen. Explore Vendabite, visit the first curator und gather gossip. Here they favor candlelight over gaslight. The shadows are swept like cobweb. The tomb colonists stand still enough to be mistaken for sculptures until they laugh or cough. One building in 3 seems abandoned. Visit the first curator, the captains. The first curator gives audience. The first curator is responsible for the preservation of the tomb colonies. It has been here much longer than London. Like all the oldest tomb colonies. But even tomb colonists dissolve in the end. Its time is close. Alles klar, diese Gruftstätte gibt's hier unten anscheinend schon länger als London. Wir erinnern uns, London wurde ja hier runtergezogen von den Kräften der Hölle. Und vielleicht finden wir noch ein bisschen mehr raus. Wir erkunden mal Vendabite. An attack. You round a darkened corner and start down a broad boulevard lined with grimacing statues. There is a fluttering moment above and a cloud of frost moss swoop down upon you. You beat them with your walking stick. They are determined and the largest are the size of zebets, but they are fragile. At last they retreat, leaving 3 of their number melting into water on the pavement. Their wings are marked with patterns that resemble letters. You peer at them, but the script is already dissolving. Das war anscheinend nicht ganz so erfolgreich, unsere Erkundung. Wir wurden von irgendwelchen Motten angegriffen, haben dafür einen Terror bekommen. Terror, the fear of the white black sea and the things beyond. Reduce this with straw leaf, especially in London. When you return to London after a time at sea, your terror will always drop to 50. Alles klar. Unser Terror ist im Moment bei 3. Wir haben dafür aber Fragmente bekommen, 5 Stück. A scrap of lore. Discover monsters and location to gain fragments. Gain enough fragments and they'll combine into a secret. That's all for now. You will find a story when you next make port. Alles klar. Tomb Colony of Vendabite. Wir können den First Curator besuchen. Jawohl. Normal Light. The obsequious steward cautions you.
The curator is terribly afraid of moss. He opens the door and you step into the near darkness. A pair of luminous lamp lighters. Bees buzz in a latticed ivory tube. There is no other source of light. A bandaged shape no larger than a child lies crumpled on a couch. It lifts its head with obvious effort. It takes several seconds for you to distinguish its voice from the soft buzz of the bees. Listen to, also wir sind jetzt bei diesem Curator. Der gute Mann ist anscheinend nicht mehr in ganz so einer guten Verfassung, liegt in einem fast komplett dunklen Raum, da er Angst vor Motten hat. Wir können jetzt mit ihm reden. Beziehungsweise er... Wir können ihm zuhören, wir können ihn was fragen und sein Angebot annehmen, aber wir wissen es ja noch nicht. Sie, Captain, Silkskin, not much left of me. I will go into the Grand Sanatorium. Bring me colors, 7 colors. Pay well. Alles klar. Cosmogon, Irigo, Pelagian, Stewardess List, find them here and there across the wide black sea. Wir sollen dem Kollegen also ein paar Farben bringen. Das können wir wohl machen. Wir können ihn über das große Sanatorium ausfragen. Oh, Silkskin, you don't want to know. The chuckling becomes a cough. We don't die here below, not unless we go to Z. So we need something else, somewhere to end. Okay, das große Sanatorium, da schaffen sie wohl die Leute hin, die nicht mehr ganz so frisch sind. Die können wohl nur entweder da sterben oder auf der See. Out of the gloom, the obsequious Stuart bows obsequiously. Ich habe keine Ahnung, was dieses Wort bedeutet. The flickering lights of Vendabite seem bright after the curator's lair. Können wir hier noch irgendwas machen? Gather gossip. Who's plotting what out in the tomb colonies? Along the course of the undersea, it's remarkably hard to die. The decrepit and nearly dead who leave London become tomb colonists and settle here in bandaged peace. But they don't give up their tries to home or their politics. You gather a haul of complex clues enough to keep your contacts in London interested. Alles klar, wir haben also unsere ersten Informationen gesammelt, die wir in London abgeben können für ein paar Dollars. Das ist ganz gut. Wir können schauen, was wir hier noch haben. Wir haben 3 Supplies. Können vielleicht mal schauen. Secret, the root of all good. Discuss secrets with your officers to improve your skills. You can speak to your officers by right-clicking their portraits. Ist klar, wir haben Fragments, wir haben Secrets, wir haben ein Vicious Token und Advice for Captain immer noch. Unser Fuel erreicht, unsere Supplies würden auch noch reichen für eine Fahrt zurück nach London. Wir können mal schauen. Wow. Ein Supply für 30 Echo, das ist schon ein bisschen hart, oder? Könnten hier Mushroomwein kaufen und Foxfire Candles. Supplies sind hier ziemlich teuer. Ich würde also erst zurück nach London fahren. Das Ganze machen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich habe mich gefreut, oder? Ja, machen wir. Ich habe mich gefreut, dass ihr dabei wart.
Hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe, ich sehe euch dann auch das nächste Mal hier. Wie gesagt, falls ihr Anregungen oder sowas habt, könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen. Wir würden uns über ein Abo oder ein Like freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao.